Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Nidhogg. Heute der Fixer gegen Mr. Sick. Ich bin der Gelbe und Fixer ist der Orange, ne? Letztes Spiel habe ich gegen Rixen gewonnen. Jetzt ist das Spiel gegen Fixer dran und dann muss Fixer gegen Rixen spielen. Und dann gibt es die Rückrunde. Mal gucken, wer dann die meisten Punkte hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe schon viel von dem Spiel gehört. Jetzt bin ich mal gespannt, dieses grafisch sehr hochwertige Abenteuer auch mal zu erleben. Ja, es ist, man sieht, das ist die Frostbite Engine 3, wie sie auch bei Battlefield benutzt wird. Ich habe gerade mit dem Fax ein kleines Intro gemacht sozusagen, damit er halt auch weiß, wie was funktioniert in dem Spiel. Er ist bestens darauf vorbereitet und dann würde ich sagen, legen wir los. Okay, los geht's. Ach, Arsch. Oh, was geht ab? Fuck, dachtest du? Das hättest du jetzt gesagt, wenn ich durchgerusht wäre. Da hätte ich dich umgebracht. Alter! Yeah. Für eventuelle Flüche, das habe ich im Fax noch nicht gesagt, darf er heute kein Mimimi machen. Das ist ein Battle und da bin das ich. Das ist ein richtiges Battle. Da bin ich schnell bei Arschfekuren so. Ich bin jetzt schon bei Katzrasen und Fick so weiter. Fick dich! Ja. Nein, war dort an dieser scheiß Tür, Alter. Ich hab kein Schwert. Da ist ein Schwert. Arsch. Hui. Na, wegrennen. Hier, der Lederlappen. Ach so, warte mal. Das sollte ich vielleicht vorher mit dir auch noch klären. Das hast du jetzt gerade eben schon festgestellt. Warte, stich mich mal nicht ab. Wenn du ohne Schwert läufst, rennst du schneller. Ja. Da kommt der eine mit Schwert natürlich nicht mehr hinterher. Ja. Ich und Rick haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht machen. Also sobald wir eine Möglichkeit haben zu kämpfen und so weiter und so fort, machen wir das auch. Also wir werfen das Schwert, können wir wegwerfen, aber wir laufen dadurch nicht in den nächsten Screen, okay. Damit es spannender bleibt. Okay. Okay. Alter, Autchen. Nein, Alter! Gezockt wird natürlich wieder im Best of One. Alter. Alter, nein. Das war's. Yeah! Ja. Bitches! 3 Minuten gegen die Folge, na vielen Dank. Mit dem Rixen ging die Folge 13 Minuten lang, was? Oder was? Okay. Und hier jetzt 3 Minuten. Naja. Okay, ja, ja. GG, well played. Fexer, ich schreibe dir einen Punkt mit dazu. Ich habe 0, also ich habe 1. Der Rick hat noch 0. Geht die Folge jetzt echt? Ja, die geht jetzt noch 3 Minuten. Okay. Kann man ja nicht ändern, ist halt so. Wollen wir nicht nochmal die tiefgründige Story des Spiels vielleicht ein bisschen drüber reden, so eine Art Let's Talk. Hast du gerade eine Story festgestellt oder sowas? Ja, es sind 2 Farben, die. Ich verstehe es auch nicht. Nee, was heißt doch, ne? Verstehen den Lindwurm, also den Nindhogg und das Ganze drumherum, ja, ja. Das dürfte einem ja eigentlich was sagen. Ja, aber ich meinte, es ist ein Indie-Spiel, es ist ein geiles Battle-Spiel. Punkt. Es ist aber auch wirklich geil. Es hat echt Spaß gemacht. Du wolltest eigentlich nichts Besonderes, aber es ist ja witzig. Es macht sehr viel Spaß, ja. Wenn man das dann vor allem noch ein bisschen übt, dann wird es halt eh besser. Ja. Wir müssen mal sowieso noch überlegen, wie wir das halt machen, weil es ist ja unten gibt es mehrere, also gibt es 4 Maps insgesamt. Ja. Castle, Mines, Clouds und Hiles. Oder was auch immer. Ja. Oder Hills oder nee, Hiles. Okay. Ja. Na, überlegen, ob man sozusagen von jeder Map die Punkte zählt und dann zum Schluss halt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja klar, man könnte aber auch jede Map so ein Turnier machen. Habt ihr in derselben Map gespielt, ja, ne? Ja, ja, genau. Dass man praktisch jede Map so ein Turnier macht und dann am Ende stellt sich ja dann ein Gewinner raus, wer die meisten Punkte hat und dann spielt der Erste gegen den Zweiten nochmal ums Champions League-Finale. Sozusagen, ja. Okay, keine Ahnung. Irgendwas lassen wir uns noch einfallen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Hoffe, euch gefällt. So, auch wenn es kurz und knapp ist, kurz und schmerzlos. aber tja, so ist es. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.